Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video veranstalten wir mal wieder einen kleinen, ja, ich würde sagen, wieder ein Special-Ding, ne? Weil die Mammutpistole ist jetzt in Fortnite drin und ihr wisst ganz genau, die Waffe ist absolut krass und ich kann mit dieser Waffe auch richtig gut umgehen. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, dass wir einfach ein Turnier machen, wo man nur diese Waffe spielen darf. Das heißt, letzten Endes, man darf sogar 3, 4, 5 von diesen Waffen mitnehmen, aber eine andere Waffe ist nicht erlaubt. Das heißt, die ARs sind nicht erlaubt, die MPs sind nicht erlaubt, die Granaten sind nicht erlaubt, die Prime-Waffe ist nicht erlaubt, Shotgun ist nicht erlaubt. Also wirklich nur die Mammutpistole ist erlaubt, aber davon darf man so viele mitnehmen, wie man möchte. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das wird, glaube ich, richtig krass, weil da werden richtig babamäßige Headshots verteilt. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go, Junge. Okay, Leute, erste Runde. Wir hatten ein bisschen Startprobleme tatsächlich. 92 Spieler waren drin. Jetzt sind es nur noch 80. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz rum. Oh, der hat bisher noch keine Pistole gefunden. Ne? Er hat eine, er hat keine. Denkt dran auch, wenn ich gleich sehe, dass einer eine andere Waffe in der im Inventar hat. Ist auch disqualifiziert direkt, ne? Ja, hier haben wir ein Wild-System. Elite-Agentin. Erstmal meinen Namen am Abziehen hier. Mit den ganzen Leertasten. Ich verstehe schon die Geschichte. Oh mein Gott! Bro! Das sieht schon wild aus. Genauso hätte ich das auch gemacht. 3 Hammer, Schrotflinten und 2 Healstuff-Quellen. Damit kannst du halt auch krass pushen, ne? Wenn sich einer zubaut, dann gehst du direkt mit der Hammerpistole rein, schießt gegen, nimmst die Wand ein und gehst mit den beiden anderen Pistolen rein und gibst ein paar Hits. Bei ihm sieht auch gut aus. Alone Boy. Gamu sieht auch stark aus. Bei Liquid auch. Massimo, Erik. Bro, der hat auch 3 Stück, Erik. Und dann noch 2 blaue und eine grüne. Und Healstuff hat der auch genug. Der braucht jetzt nur noch ein paar Materials, ne? Bei dem Frenzy Farm war auch keiner. Boah, Emir, such dir mal lieber eine Waffe, Digga. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, manche Leute laufen auch ohne Waffe durch die Gegend, ne? Fight. Vivis Boyfriend. Da kannst du nichts machen. Der hat, glaube ich, gar keine Waffe gehabt, ne? Nee. Das ist das Problem. Oh mein Gott, Marvin war AFK. Frosty hat auch schon Dingswaffen. Er hat auch hier ein paar Stück schon am Start. Er auch, Digga. Also sieht eigentlich gut aus. Lewisch noch nicht. Der spielt mit dem neuen Skin, Digga. Ich habe erst gedacht, dass das ein FNCS-Skin ist, ne? Ach, der probiert hier den Perk zu bekommen. Bei dir ist momentan noch keiner in der Nähe. Du kannst ganz entspannt machen. Ja, der will Perk haben und dann sich die Pistole bestimmt holen. Ist halt schlau, ne? Peaks hat noch keine Waffe, Digga. Boah, ist das so schwer, so eine Pistole zu finden? Er hat 2 Stück, Bro. Zen hat keine. Verox hat auch keine. Mystic hat gerade einen Kill gemacht. Er hat 2 Stück. Eine. Oma hat auch eins. Herr Meister. No, das war von der Seite, ne? Ja, das ist das Problem. Also, wenn man nicht 200 Leben hat, dann muss man sich immer fett zubauen, weil mit der Pistole One-Hit, ne? Also, wenn man nur 150 Leben hat, dann immer zubauen. Weil wenn du einen Headshot mit der Pistole bekommst, bist du direkt dead. Sogar auf weiter Distanz macht ihr immer noch richtig Big Damage. Und Massimo ist, glaube ich, gerade am Fighten, ne? Gegen Wutzte. Der hat aber auch nur noch 6 Schuss mit der Pistole. Das ist das Geile. Du kannst trotzdem entkommen. Du kannst trotzdem entkommen, aber du kannst auf Distanz auch richtig dicke Hits bekommen, ne? Latrice auch mit der Pistole, geht in Richtung Natsu. Natsu, pass auf, Latrice kommt zu dir, ne? 1 gegen 1 Situation. Da müssen die Minis rein, Junge. Da müssen die Minis rein. Und immer schön immer nachladen, ja, das ist wichtig. Munition. Oh! Er hat, glaube ich, Internetprobleme? Ja, der hatte Internetprobleme, ist deswegen jetzt gestorben. Das ist übel unlucky. Der Hase ist auch am Start, hat aber leider... Oh, jetzt genau bekommt er die Pistole. Hat aber auch nur 7 Schuss, ne? Dulli Dennis hat 2 Stück mit 39 Schuss. Ja, Sniper-Munition würde ich jetzt immer direkt mitnehmen, ne? Rice auch mit 2 Stück. Bro, der hat auch kranken Loot, ne? Spielt aber nur 2 Pistolen. Ja, kann von Vorteil sein, ne? Ich bin gespannt, was am Ende für eine Meta ballern wird hier in dem Turnier. Hier vorne bei den Bots sind auch 2 Stück. Double Toe und Frost, Digga. Genau das meine ich mit der Double Pistole, Bruder. Einfach nur noch 10 HP, Digga. Geisteskrank, Bro. Digga, da geht halt nichts, ne? GG, Alter. Sein Aim ist on fleek, würde ich mal sagen. Das ist halt so schlau, ne? Einen Hit hat er getroffen. Yo! Yo! Erntewerkzeug macht schon Sinn. Weil wenn du mit der Pistole 2 Hit gibst,
bam, bam und beide triffst, machst du noch einen Schlag mit dem Erntewerkzeug, dann ist die Geschichte vorbei. Deswegen, eigentlich ist das jetzt gerade, als wenn wir ohne Shotgun spielen. Weil die Pistole genauso gut ist wie eine Shotgun. Das ist halt auch so die Sache, ne? Wenn man nur noch 4 Schuss hat, kann man nicht mehr viel reißen. Und wenn dann dich ein Gegner pusht und du hast keine Munition mehr, dann musst du mit Erntewerkzeug spielen. Da musst du einfach mit Erntewerkzeug spielen. Also für Fabi könnte das jetzt hier kritisch werden. Ja, noch 3 Schuss, Digga. Die braucht der, sonst kriegt er den nicht. Oh, Bro. Was für eine Distanz, Digga. Das kann nur der echte System sein, Bro. Vorne beim Bot sind auch 2 Stück. Eine Mystic, XMX und Rice. Oder der hat aber auch nur 10 Schuss, ne? Jetzt hat er. Ja, jetzt hat er. Oh, let's go, Bro. Let's go, Bro. Weißt du, was richtig krass wäre? Wenn Epic Games noch die exotische oder eine mythische Mammutpistole reinbringt, die 200 Damage macht auf Kopf. Eine Mammutpistole, die auf Kopf 200 Damage macht. Bro, das wäre doch Luxus, oder nicht? Ja, die soll schon selten sein, ne? Klar. Aber so eine Mammutpistole, Digga, die 200 Damage macht, Bro, das war einfach nur krank. Dann würde ich anstatt Pump, würde ich Pistole spielen. Würde ich direkt 3 Stück mitnehmen. Ich sag, wie es ist. Das wäre aber auch mal eine geile Videoidee, ne? Dass ich nur mit der Mammutpistole spielen darf. Wäre wirklich eine geile Videoidee, Digga. Ich glaube, die Kills flattern trotzdem anders rein. Safe. Da holt ihr den Berner de Werner. Oma, GG, Bro. Hat 2 von den Dingern, braucht aber Munition, ne? Genau das meine ich halt, du brauchst Sniper-Munition. Also überall, wo du Munitionskisten siehst, instant mitnehmen, nicht liegen lassen. Und Benno hat, glaube ich, hier sich die Flagge geholt, ne, ja. Hat doch genug Munition, das sieht bei dem stark aus. Oma ist leider gestorben, GG. Burak hat nur 180 Leben, würde ich nicht riskieren, Bro. Du musst dir ein Splashy schmeißen. Ich würde immer mit 200 Leben bei dem Turnier durch die Gegend laufen. Immer. Sonst bist du auf dem Kopf, One-Hit, weg. Bruder, immer 200, wenn geht. Hier bei Baste auch. Ich sag dir ehrlich, ich würde den mythischen Saft drücken. Aber muss er wissen, oder er sucht sich noch schnell irgendwo einen Biggie. Hier sind ja noch diese Roboter-Drohnen. Ja, da kriegt man vielleicht nochmal einen Biggie raus. Jawohl, Junge, er bekommt da einen Biggie raus. Der kämmt die Geschichte ein bisschen aus, ne? Ist halt nicht schlecht, weil der spart sich so auf jeden Fall Munition. Und in einem Busch campen ist auch nicht blöd. Ja, spielt keine Rolle, ob der graue Waffen hat oder grüne, ist vollkommen egal. Aber es ist ja einmal unvorsichtig gewesen, ne? Mythischer Saft muss rein. Hat er den mythischen Saft noch bekommen oder nicht? Ne, hat er nicht. Oh mein Gott, wie unlucky. Boah, ich würde mir den mythischen Saft drücken und Fisch mitnehmen, ja Mann. Guck mal, noch 40 Spielerleben im Endfight fast, ne? Ich bin gespannt, wie denn in der zweiten Runde sein wird. Ich bin auch mal gespannt, ob Epic Games es irgendwann machen wird, dass man anstatt 5 von diesen Slot 6 Stück hat. Stell dir mal vor. Die machen das. Den Perk, den aktivierst du und dann hast du anstatt 5 Sachen, 6 Sachen, die du mitnehmen kannst. Das wäre richtig krank. Und auch mit der OG-Pump, dass man drückt und man bekommt die, beispielsweise die Chapter 1, Season 1, 2, 3, 4, 5 Pump. Bro, aber nur als Perk so. Oh nein, Digga, da war der Headshot drinne. Und sobald du in der Zone movest, man merkt, ganz viele fokussieren dich, ne, und schießen dich an. Guck. Ganz viele, Bruder, sobald du in die Zone movest. Guck mal, wie viele in die Zone moven müssen. Hier wird gleich die Post abgehen. Oh, das ist schlau, diese unsichtbare Sache mitzunehmen. Stimmt, das ist schlau, Digga. Emil drückt auch mit Pistole paar Hits. Aber die müssen halt aufpassen, nicht zu viel Munition zu benutzen. Weil die brauchen für den Endfight auf jeden Fall 15 Schuss. Mindestens. Mindestens. Schöner Hit, Digga. Oh mein Gott. Du hörst überall die Chill-Cracks, ne? Bei Dennis auch, Digga. Der hat auch Baba-Hit bekommen von irgendwo. Das ist die Sache halt, wenn man peakt oder nach Gegnern sucht, ne? Dann kann man auch selbst zum Gejagten werden. Und wenn man so spielt und man guckt so nach Köpfe und sowas, da muss man halt einfach aufpassen, dass man 200 Leben hat. Weil wenn du nur 180, 170 hast, dann bist du weg. Bei einem Headshot bist du weg. Direkt. Schlau gemacht. Einfach auf Highground jetzt bleiben. Würde ich nicht anders machen. Aber wie lange sich das jetzt am Ende noch zieht hier, ne? Und Berner hat keine Munition, ne? Ja, deswegen fightet der auch nicht. Oh, da vorne liegt noch ein bisschen Muni. Oh, hat er nicht gesehen, hat er auch nicht mitgenommen. Ja, weil normalerweise lässt man Sniper-Munition immer liegen. Die interessiert einen nicht, ne? Man vergisst das aber schnell, dass man hier diese Sniper-Muni braucht. Ja, er ist Erntewerkzeug. Bro. Oh, der hat den Kill sogar noch bekommen. GG. Bei Zen sieht auch nicht gut aus. Bei Syngs, ja, bei dem sieht noch stark aus eigentlich. Doch, bei dem sieht gut aus. Okay, ich ändere meine Meinung. Double Toe macht's auch übel schlau. Ich hab gedacht, beide sterben jetzt an Volldamage. Latrice hat keine Mats mehr. Hat zu wenig Leben, Digga. Muss ich jetzt erstmal healen. Jetzt geht's rauf, rab, überall. Albo geht rein. Albo mit Erntewerkzeug. Probiert Double Toe zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Double Toe aber nur noch 17 Leben.
gönnt sich mythischen einfach runterschießen. Ich sag dir ehrlich, jetzt kannst du auch nicht mehr runterschießen. King, ein Headshot, du bist weg, ne? Du musst jetzt aufpassen. Das war's. GG, Junge. Erster Gewinner Double Tour. Der hat aber auch die ganze Runde richtig gut gespielt. Guck mal, der hat auch 6 Kills gemacht, ne? Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite Runde rein. Sagen, let's go, Junge. Zweite Runde, Leute. 87 Spieler. Ich musste ein bisschen eher starten, nicht bei 90 oder so. Weil sonst würden mehr als 100 Leute reinkommen, dann wird das Ganze cringy. Ich bin am Anfang immer gespannt, wer als erstes eine Mammutpistole findet, ne? Man darf halt auch nur die Mammutpistole aufheben, das ist die Sache. Also andere Waffen muss man liegen lassen. Der hat sich einfach beim Handicap den neuen Galaxy-Skin geholt hier. Ey, Jeezy, GG, Bro. Hast du mit Handy, ne? Oha, Digga. Er ist einfach Pro-Handy-Spieler. Also, ich meine, den kannst du jetzt bald auch mit, ich weiß nicht, ob heute oder morgen, aber ich glaube, heute kannst du ihn zwar auch freischalten, aber dann ist das für alle. Und hier, er hat ihn mit Handy gewonnen, Bruder. Einfach mit Handy, Digga. Hä? Krass, selbst ich habe den Skin nicht. Pexi. Oh, hat schon eine Hammerschrotflinte, ne? Galado Milano. Bisschen am Baum am Chillen, kann man machen. Alter, Connor mit der pinken Macht. Okay, wenn der pink mag, dann mag der halt einfach pink, ne? Butz hat auch schon 2 von diesen Mammutpistolen. Zero. Unendliche Fragezeichen mit Renegade Raider Hacke. Hä? Der hat auch die Renegade Raider Hacke. Wie viele Leute mit Renegade Raider Hacke sind hier in der Runde drinne? Bro! Du? Und er hier hat auch die Renegade Raider Hacke. Hä? 2 Leute mit Renegade in einem Turnier? Habe ich noch nie gesehen, ne? Sag ich dir, wie es ist. Er hat hier eine, guckt es euch an. Er hat einfach auch eine. Das ist krass, Bro. Wenn jetzt noch Taco mitgemacht hätte oder Yoshi, dann hätten wir noch welche. Ihr wisst ja, die Renegade-Hacke ist seltener wie ein OG-Skin, ne? Also ob Ghoul Trooper, Renegade, Ariel oder Skull Trooper OG sind alle nicht seltener wie die Renegade-Hacke. Lili am Start hat auch schon eine Pistole. Du bist auch allein in Lonely Labs. Ich würde einen entspannten Lachs machen. Sabi hat auch schon hier 2 Stück, ne? Bei dir ist aber jemand, Sabi. Und Selina chillt hier im Busch. Kann man machen, Selina, aber bei dir ist keiner. Bei dir ist sogar ein Lama auf der rechten Seite in Shattered Slabs. Oh, der haut ab, der haut ab. Nein. Hat sie den jetzt bekommen oder nicht? Nee, hat sie nicht. Hat sie einfach nicht bekommen. RIP. RIP, Junge. Ralf. Was macht der, Digga? Der checkt das gar nicht. Sag mal, Ralf, was machst du eigentlich? Bist du am Schlafen? Ein richtiger Goofy. Egal, passiert doch den Besten, ne? Wo haben wir denn die Fights, Leute? Ich will Fights sehen. Bro, was ist das für ein Zufall? Guck mal, da vorne ist eine goldene Box. Hier ist eine lilane. Guck mal, was für ein Abstand. Ey, krass. Also, wenn sich ein Spieler jetzt die beiden geholt hätte... Heftig. Ich weiß doch gar nicht, bekommt man da auch Sniper-Munition raus? Wir gucken mal, was Wutz da rausbekommt. Ne, Sniper-Munition gibt's hier nicht. Sniper-Muni gibt's hier nicht. Das ist halt das Problem. Du musst halt auch erstmal so eine Waffe finden. Guck mal, es gibt manche Spieler, die haben von diesen Pistolen 3 Stück. Oh, ein HP. Ein HP. Oh mein Gott. Und es gibt manche, die haben halt einfach gar keine gefunden. Bro, das ist schon heftig. Und hier haben wir wieder den Galaxies. Ja, aber ich stelle mir jetzt die Frage... Hat der jetzt beim Handy-Turnier mitgemacht? Oder hat der bei einem normalen Turnier mit Maus und... Ah, nee, der muss ja mit Handy mitmachen, ne? Spielst du jetzt gerade auch auf Handy? Nee, okay. Mach mal nochmal diesen Emote. Der gehört ja dazu, ne? Den kriegt man auch, ne? Ja, ja. Ja, okay, man kann ja auch auf Ozeanien-Server oder so spielen. Ist ja auch erlaubt, ne? Deswegen spielt der da keine Rolle. Der hat trotzdem den Skin gewonnen. Ist das ein Duo-Turnier oder ein Solo-Turnier? Ah! Solo. Der ist heute, ne? Morgen. Ich spiele den morgen. Oh mein Gott, diese Edits, Bro. Was war das denn jetzt? Aber guck mal, kein Call. Och, Digga. Der pusht wenigstens. Aber man sieht wieder in der Situation, der Typ, der angreift, der hat halt einfach schlechte Karten, ne? Und der Typ, der defensiv spielt, der hat halt einfach Vorteile, Digga. Siehst du ja. Also der Fight gefällt mir hier gerade richtig, sag ich ehrlich. Kein Call haut ab, der hat da keinen Bock drauf. Aber bestimmt auch, weil der nicht mehr so viele Materials oder so hat. Safe. Da wurde halt auch vieles verwastet, ne? Fabi gegen... Gegen King, Junge. Zeig, dass du der King bist.
Los! Der muss nachladen, ne? Jetzt mit Erntewerkzeug rein. Ich sag dir ehrlich, ich wäre sowas von mit Erntewerkzeug gepusht. Schöner Hit, Digga. Oh mein Gott, von Seite. Lilly. Oha. Das war aber ein Headshot, würde ich sagen, ne? Krass. Kein Call pusht gerade den Handyspieler, der einfach Top 200 mit Handy gemacht hat. Top 2000. Schöner Hit, Bro. Ja, krass, Junge, wenn man den sich morgen freischalten kann. Um wie viel Uhr geht das Turnier los? Ich glaube, 19 bis 21 Uhr oder sowas, ne? Ich mach da mit. Also, wenn das ein normaler Cup ist, wo man ganz normal Punkte und so farmen muss, ich mach da mit, Mann. Ich werde mein Glück dann auf jeden Fall probieren. Morgen ist sowieso nochmal ein Tag Pause, weil ich jetzt 2 Tage Fitnesspause machen möchte und Montag erst wieder durchstarten will. Aber vielleicht mal heute oder morgen joggen so auf 20 Minuten Basis, ne? Ja, ja, der Skin kommt in den Item Shop auf jeden Fall rein. Aber ich muss offen und ehrlich gestehen, kein Call ist halt absolut gar keine... Ne? Kein Call ist ein richtiger... Bro, er hat verloren, aber er hat wenigstens gepusht. Das machen die anderen nicht. Also für mich kein Call, der krasseste Testo-Spieler hier in der Runde. Der chillt nicht in der Box, der geht pushen. Der traut sich was. Ist halt schlecht, weil wenn du defensiv spielst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass du gewinnst. Aber nur in der Box chillen ist ja auch irgendwie langweilig, ne? Es gibt jetzt, glaube ich, dann schon 3 Galaxy-Skins in Fortnite, ne? Einmal die normalen Galaxy, dann den Galaxy-Scout... Und jetzt die alte hier noch. Das ist schon heftig. Boah, ich würde da... Das ist halt das Problem so jetzt, auch wenn man auf Highground ist. Aber ich würde jetzt nicht die ganze Zeit Munition verschießen, so. Weiß ich nicht. Boah, was für eine süße Farbtarnung hast du denn, Alter? Einfach auf rosa, Digga. Stark, Junge. Obwohl, eben ist guter Spieler. Oh, da begegnen sich 2 Stück. Rice, Digga, mit Double Pistol. Pam, pam, vorbei. Ah! Oh! Mein Gott, Bro. Und jetzt kommt die Zone sogar noch zurück. Wie unlucky. 5 Spieler nur noch. Schön Highground holen, am besten noch connecten. Ja, Mann. Beste Leben. Und ich würde jetzt einfach überall Cones hinbauen, dass die da gar nicht mehr hochkommen. Oh, Late Trees, Digga. Oh, Erntewerkzeug, Bro. Ja, der konnte nichts mehr machen. Aber guck mal, wie der da stand, ne? Jetzt ist Heal Off schon krass, sag ich ehrlich. Du musst Mettnebel drücken, Digga. Mettnebel, 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 Mettnebel oder Fische. Jetzt ist sowieso Heal Off wichtige Geschichte. Kann man machen, klar. Ja. Und jetzt ist easy, Digga. Jetzt kannst du die Geschichte eigentlich gewinnen, Bro. Oder er hat ja keine Mats fast, ne? Da lag noch Loot. Oh, GG, Bro. GG, Bro. Da liegt genug Heal-Stuff. Ich hätte eh mir gegönnt, sage ich ehrlich. King of Mega. Okay, Screenshot gemacht. Skin-Paket. Dann sage ich einfach, ihr bekommt dann dieses Galaxy-Skin-Paket. Machen wir es ganz simpel. Aber ich würde sagen, wir gehen noch eine dritte Runde rein. Go, Junge. Dritte Runde, Leute. Die dritte Person. Ich bin gespannt, wer das Paket, dieses Galaxy-Paket gewinnen wird. Wie gesagt, man darf nur Mammutpistole spielen. Alle anderen Waffen sind nicht erlaubt. Wild Aqua. Dennis am Start, Junge, mit bisschen Feuermäuer. Gamer-Noob 9616. Ich hoffe, dass ich dich nicht als Noob abstempeln darf. Dass du dich an die Regeln hältst, ne? System Phase 2. Der spielt auf jeden Fall diesen OP-Gleiter. Damit hast du einfach kranke FOV. Kranke FOV. Du siehst damit alles. Und denk dran, normale Waffen nicht erlaubt, ne? Okay. Die andere Lilly macht jetzt hier auch mit. Boah, der Gleiter ist ja mal richtig komisch, Alter. Bro, der ist ja mal richtig komisch, Alter. Den würde ich aber nicht als Frau spielen, sage ich ehrlich. Oh mein Gott. Odd Flare. Mhm. Oh, hält sich daran, lässt die Waffe schön liegen. Ich gönne ja auf jeden Fall die Mammutpistole. Du wirst die schon irgendwo finden. Oh, ich glaube bei Lilly, die hat bestimmt keine, ne, oder? Ah, yo! Da kannst du nichts machen. Ares hat schon 2 von den Geschichten. Taco sucht noch. Wieder einer mit Renegade Raider Hacke, ne? Warum haben alle Renegade Raider Hacke auf einmal? Konnte man die im Item Shop kaufen oder was? Ich glaube schon, ne? Die war gestern bestimmt im Item Shop drin. Guck mal, die können nichts machen. Oh, Jack, ich würde weggehen. Du hast sowieso zu wenig Leben. Okay, das war's. Duli Dennis fährt. Holt sich einfach beide. Das sind nochmal 100 Materials pro, ne? Kann man machen. Der hat 3 von den Teilen sogar. Und die beiden laufen hier ohne durch die Gegend rum. Oh, Bender. Derry L. Man muss auch eigentlich so keine Angst haben, wenn man jetzt hier in Mega City oder so landet. Weil hier ist ja niemand mit einer Pump oder mit einer Spraywaffe. Es gibt ja nur die Pistole. Jo, Alter. Oh, ja, stimmt. Der hat auch noch eine zweite Stilvariante, ne? Aber die finde ich nicht gut. Ich finde die erste besser.
Und der hat schon zwei von diesen Mammutpistolen. Ja, die ist leider nicht erlaubt, Bro. Guck mal, jetzt weint der. Ja, ich weiß. Aber bei dir ist momentan noch keiner. Guck mal, links ist so eine Insel. Vielleicht bekommst du da ja noch die Pistole. Und hier ist auch ein Lama. Hat er schon gesehen, Bulldog. Also ich sag ehrlich, ihr könnt auch ruhig Lama mit AR oder so killen, ne? Wenn ihr irgendwo ein Lama findet, dann besorgt ihr euch schnell eine AR, killt das Lama. Ist voll okay. Aber ihr dürft damit nicht ein einziges Mal den Gegner anschießen. Aber mit der geht das auch eigentlich schnell. Weil die macht ja auf Kopf 180 Damage oder sowas. Ja, siehst du, easy. Boah, ich hab gedacht, der schafft's noch zu entkommen. Unten links lag sogar noch Sniper-Munition. Junge, jetzt hat der Fool, ne? 50 Schuss, Digga. Boah, siehst du, kein Call immer am Fighten. Da kickt das Testosteron, ich sag's ehrlich. Der war einfach wild. War einfach ein sehr schöner Kill. Ach so, der war ja auch schon in der ersten Runde drin mit der Renegade-Hacke, ne? Hey, seit wann können Motorräder von alleine fahren? Habe ich aber auch noch nie gesehen. Pex hat sehr wenig Munition. Der muss sich auf jeden Fall ein bisschen was besorgen. Der hat nur 4 Schuss. Der wird aber bestimmt irgendwo finden. Safe. Der ist auch da komplett alleine. Der kann auch da vorne noch hingehen mit Trampo-Abflug. Das ballert eigentlich schon. Und hier sind, glaube ich, zwei im Fighten. Zen und Albo. Ein Headshot, Digga. F.A. Sweat. Ey, Sweat, du hast von mir schon ein Skin-Paket bekommen, oder? Vom letzten Custom Games. Kann das sein, aber spiel erstmal. Boah, wenn er den getroffen hätte, Digga. Das wäre easy gewesen. Hä? Der hackt einfach, Digga. Hä? Der war doch gerade noch hier. Bestimmt dieser Glitch oder so. Lol, er teleportiert sich. Nein, ist kein Hack. Das hatte ich auch schon mal. Diese Art gibt es auch bestimmt als Hack. Safe, aber das ist jetzt kein Hack gewesen. Das ist, wenn man sich irgendwo hochzieht. Das ist irgendwie so ein Bug. Den gibt es immer noch. Ja, Epic Games immer noch nicht gefixt. Den gibt es schon seit Monaten. Gibt's den. Oha. Boah, ich habe so Bock, einfach Fortnite zu spielen mit der Diesel, ne? Oh mein Gott, Bro. Geh mit Erntewerkzeug rein. Er ein bisschen überfordert würde. Boah, der war gottlos, Bro. Boah, ich glaube, das war sogar ein Headshot, ne? Da ist direkt der nächste. Oh mein Gott. Das ist auch bestimmt immer ein richtig geiles Gefühl, wenn er jemanden mit der Waffe einen Headshot drückt. Safe. Renegade-Hacke gegen Renegade-Hacke. Taco mit Renegade. Beamt mit Renegade-Raider-Hacke. Taco geht auf Nummer sicher. Nein, Bro. Beamt mit Renegade Raider Hacke hat gewonnen. Er hat einfach die Renegade Raider Hacke noch ein bisschen mehr verdient in der Runde. Aber was hat Taco da gemacht, Digga? Hä? Der Dino hat genervt, ne? Ja, okay, kann sein. Oh nein. Oh, oh. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Er hat Disconnect. Kein Call, der hat DC. Da hat er auf jeden Fall Glück gehabt. Leider zählen ja nicht die Kills, aber der hat schon 6 Kills in der Runde wieder gemacht, ne? Vorne ist auch die Geschichte, die nimmt er bestimmt instant mit. Natürlich. Lässt man nicht liegen. Bruder, gönn dir die Fische, Digga. 3 Fische, bab, 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 fertig. Okay, jetzt sieht es ein bisschen schwierig aus. Ich glaube, Berner hat dich, Bro. Der hat dich wie im Kaninchenbau. Okay, oder auch nicht. Er wieder. Er pusht wieder rein. Der ist genauso wie ich, Digga. Ich schwöre, genauso wie ich. Der pusht einfach rein. Dem ist egal, ob der Hits abbekommt. Juckt den nicht. Dann gönnt er sich halt eben kurz mal leben und pusht wieder rein, ne? So einfach ist die Geschichte. Oh mein Gott, schöner Headshot, Digga. Hat jetzt auch den mythischen Saft drin, ne? Boah, wenn er den getroffen hätte, wäre vorbei gewesen. Wer hat den? Schön. Schön. Headshot hat auf jeden Fall hier entschieden, ne? Wenn er den, glaube ich, normal getroffen hätte, dann wäre es schwierig gewesen. Aber da der Headshot drin war, ist das Thema schon vorbei gewesen. Deswegen hier vielleicht ein bisschen mehr auf Aim so, auf Kopf gehen so, weißt du? Weil wenn du da einmal einen Hit setzt, dann hast du eigentlich schon fast gewonnen, außer der Gegner hat mythischen Saft. Dann wird das schwierig. Bro, die Waffe ist so stark. Wenn die Pistole jetzt noch Wände mit einem Schuss rasieren würde, dann wäre das die krasseste Pistole, die es hier in Fortnite gab. Wenn die das machen würden, oh mein Gott, Bro. Guck mal, der traut sich wenigstens, ne? Ich schwöre, die anderen alle am Campen, Alter. Ohne Witz. Ah, nicht getroffen. Schnaps besoffen. Oh, getroffen, nicht Schnaps besoffen. Oh, yo, let's go, Bro. Loot Island auch am Start. Wer geht da schon hin? Bendo am Start. Wer ist der andere Dude? Einer ist hier, glaube ich, irgendwo noch. Ja, ja, ja. Oh, der hat auch den Skin, oder was? Kracht's bei dir, oder wie? Boah, sowas darfst du niemals machen. Er baut sich keine Box und hielt sich, Bro. Dein Ernst? Das ist das Schlimmste, was du machen kannst bei dem Turnier. Du kriegst doch mit der Pistole 190er rein. Aber der hatte auch den Skin, ne? Der hat bestimmt auch Ozeanien-Server oder so gespielt. 2 Leute mit dem neuen Skin. Ich schalte mir den morgen auf frei, aber wir müssen mal ein bisschen mehr, kein Bauen spielen. No Build, weil ich kann das gar nicht. Bevor wir aber in den Cup gehen,
Müssen wir ein bisschen spielen und dann gehe ich da rein. Sag ich dir, wie es ist. Weil ich würde schon gerne den Skin vorab bekommen. Und auch natürlich kostenlos, ne? Hä, der hat doch schon letzte Runde gewonnen, Bruder. Warum machst du mit? Du kannst keine zwei Skin-Pakete gewinnen. Den Geier-Modus kannst du hier nicht aktivieren. Wenn man einmal mein Turnier gewonnen hat, dann hat man einmal gewonnen. Aber kannst natürlich trotzdem gerne mitspielen, ne? Boah, hier sind ja 4, 5 Leute auf einem Fleck, Alter. Bro. Oh mein Gott, er hat nicht getroffen, Digga. Bro, wenn er den Kopf getroffen hätte, tschüss. Lass es sein, Bro. Heal dich einfach hoch und gut ist. Ich stelle mir halt for real die Frage, was ist, wenn du 4 Pistolen mitnimmst und 2-mal mythischen Saft und einen Gegner pusht? Kannst ja eigentlich nur gewinnen, ne? Weil er ist ja einfach for real wie eine Double Pump. Du hast da einfach gar keine Verzögerung drin. Ralfi. Haben wir schon Weihnachten? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen draußen. Es ist noch zu warm. Da, vor dir, Bro. Er sieht ihn nicht, dass der unsichtbar ist. Bro, er hat ihn einfach nicht gesehen. Aber ist auch schwer gewesen, den zu sehen, ne? Wenn man offen und ehrlich ist. Einer von euch muss jetzt gewinnen. Ja, jetzt kommt sowieso kein Call, Digga. Jetzt ist sowieso vorbei. Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Ja, jetzt ist sowieso vorbei. Der ist voll überfordert, so ein bisschen. Oh, jetzt kommt 5er Ticks. Oh, jetzt kommt 10er Ticks. Du musst in die Zone, Bro. GG. Hat sich beide geholt, ne? Mit 11 Kills jetzt momentan hier. Lukas, genug Heal-Stuff ist auf jeden Fall da, ne? Good aim for you. Aber da fehlt ein bisschen Green Life. Ich würde mir da auf jeden Fall noch was besorgen. Und bei Elm sieht auch nicht schlecht aus. Der hat, glaube ich, die ganze Runde in Megacity gecampt. Weil wir den am Anfang, glaube ich, zugeguckt haben und jetzt am Ende wieder. Bro, heftig, Digga. Jetzt musst du nur noch vernünftig ausgehen. Aber du brauchst Materials, Bro. Der Headshot war übertrieben wild. Deluxe spielt auch nicht schlecht. Der ist gut. Ich würde mal sagen, jetzt sind wir im Finale in der dritten Runde. 12 Spieler noch. Wisst ihr, was auch geil wäre? Wenn Epic Games den Streamern, die so Turniere und so veranstalten, wenn die denen so Codes geben für diesen Skin, der noch nicht released worden ist, um dann Turniere zu veranstalten und der erste Platz bekommt diesen Skin. So, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre richtig heftig, Digga. Bevor ein Skin in den Itemshop kommt, dass man, keine Ahnung, 3, 4 Codes bekommt oder 5 Stück. Und dann kann man mit den Codes halt eben ein Turnier veranstalten. Am Ende denkt man immer noch, da kommt richtig Action oder sowas. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, Alter. Die campen alle die Geschichte fast aus. Boah, du musst unbedingt in die Zone, Junge, aber ganz schnell. Boah, hat der sich nochmal gerettet, Bro. Okay, da war doch nichts mit retten. Guck mal, wie die jetzt auch abcampen, ne? Wenn Latrice den richtig getroffen hätte, wäre vorbei gewesen. Schicht im Schacht. Den hat der. Oh, jetzt wird den seinen Kill geklaut, Digga. Oh nein, Bro. Keine Mats mehr, Bro. Der muss Headshot treffen. Das war's. Von oben geklärt. Kein Call. Bruder gegen Bulldog, Junge. Oh, er hat 1 Million Fische, Digga. Ich würde auscampen. Aber der ist ja sowieso. Der geht ja sowieso rein. Der pusht. GG, Bro, Alter. Warum Marcel denn's, Junge? Hä? Was haben die dir getan? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, haut da rein.